Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Glover. In der letzten Folge haben wir das erste Level des Schlosses, des Spukhauses, des Spukschlosses abgeschlossen. Befinden uns jetzt hier circa in der Mitte des zweiten Levels, sind gerade hier mit einem, ja doch, schnurgeligen und raffinierten Rätsel durch dieses Tor gekommen. Also wir mussten den Ball runterrollen lassen, welcher dann über einen Schalter gegangen ist, welcher dann dieses Tor da kurzzeitig aufgemacht hat. Und müssen jetzt natürlich schauen, wie wir irgendwie den Ball rüberkriegen, denn wir wollen ja diesen Kontrollpunkt, was heißt wir wollen, wir müssen diesen Kontrollpunkt aktivieren. Den Hebel drücken, um die Tore zu öffnen. Ja, aber doch die linken Tore, oder? Lol. Das sah witzig aus. Hä? What? Oh. Ich hätte schwören können, dass ich darauf stampfen muss. Stampfen. Stampfen. Gut. Oh, okay. Gut, das hat sich ja schnell geklärt. Also falls ihr so irgendwie dachtet, dass so ein 3-Stunden-Rätsel kommt, nö. Muss ich euch leider enttäuschen. Cliffhanger wieder mal für den Arsch. Wobei, das ist meist so. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist meist so, dass der Cliffhanger an sich gut aussieht, aber das Resultat dann in der letzten Folge richtig behindert ist. Beispielsweise fällt mir da The Vampire Diaries Staffel 6 ein, also beziehungsweise Staffel 5 Cliffhanger und Supernatural Staffel 4, Spoiler. Ja, wo dann Lucifer erwacht und man denkt sich so, also man sieht dann, wie er erwacht in einem krassen Licht und man denkt sich so, Wunder, was passiert. Ja, Moment, ich werf ihn lieber rüber. Und dann die erste Folge der fünften Staffel ist, ja, es passiert einfach nicht das, was man erwartet. Man denkt sich so, oh, Lucifer kommt, yo, jetzt wird gebattelt oder wenigstens sieht man den irgendwie. Nein, stattdessen passiert was vollkommen anderes. Und 3 Minuten später geht die Serie dann wieder ihren gewohnten Gang. Ja, also das ist, naja. Ich glaube, ich vertiefe das schon wieder viel zu sehr. Aber ja, also es ist nicht abwegig, was hier passiert. Es ist auf jeden Fall nicht gewollt. Ja, bei den Filmemachern und Serienmachern ist es ja immer so, dass sie es in der Hand haben. Ich will ja was Spannendes machen, aber ich stecke offensichtlich nicht in diesem... Oh, guck mal, das ist das Levelende. Ich stecke offensichtlich nicht in diesem Spiel drin, ne? Alles klar, gut, Mensch. Das ist ja super, dann schaffen wir vielleicht sogar in der Folge noch das dritte Level. Ja, also, die Clownswelt, ja, sie war wirklich einzigartig in ihrer Handlungsweise, in ihrer inkompetenten Weise, mich zu verunsichern. Wobei, dann ist man ja nicht inkompetent, wenn man andere Leute verunsichert, dann ist man ja eher gut. Ja, ich laber Bullshit. So, mal schauen, was in Level 3 kommt. Hier gibt es auf jeden Fall wieder 100. Ich kann mir das nicht merken, sind das Karten oder Fähnchen? Fleckchens. Fleckchens, also nicht die Flecken. Nicht die Persilflecken. Die anderen Fleckchens. Die Zebra-Fleckchens. Nee, Moment, das wären ja Streifchens. Ich meine die Fleckchens bei, keine Ahnung, bei Tigern oder so. Nee, Moment, das wären ja dann Pünktchens. Oh mein Gott. Okay, lassen wir es. So, ouch, das sah bitte aus. Wurde aber natürlich zensiert für Deutschland, ganz klar. Wir machen sowas nicht. Wir zeigen sowas nicht. Das wäre ja viel zu brutal. Aber ja, ich wollte wieder mit dem Thema anfangen, The Vampire Diaries und Zensur, aber... Ja, nee, das habe ich ja schon bei C12 gesagt. Das ist wirklich abartig, dass sich die Leute, die Sender beschweren, dass manche Serien zu wenig Einschaltquoten haben, aber gleichzeitig dafür verantwortlich sind, ja. Sie zensieren Filme um 20.15 Uhr, die minimale Gewalt haben und beschweren sich dann, dass diese Filme keine Aufrufe haben. Ja, ist klar, wenn du aus einem Gewaltfilm... wenn du aus einer Gewaltsituation die Gewalt rausschneidest und dafür sorgst, dass man die Story kaum noch verstehen kann, dann ist klar, dass die Leute sich alle so denken, boah, fuck you. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber sie sehen es nicht ein, das ist so das Problem. Okay.
Okay, so. Kann ich da etwa in der Mitte runterfallen? Nimm mal den Ball. Ich schätze schon, aber so langsam... ups. Okay, das habe ich gerade nicht gesehen. Also langsam müsste ich wirklich anfangen. Genau deswegen anfangen, wieder Fleckchen einzusammeln. Aber ich glaube, ich mach das viel genialer. Wobei, nimmt doch die Spannung. Ich wollte gerade sagen, ich mache einfach, nach den drei Folgen mache ich ja eine kleine Pause. Dann sammle ich einfach welche. Nee. Das nimmt ja die Spannung, ja, so. Zumal ich ja, oh, ganz großkotzig in den ersten Folgen gesagt habe, ja, wir werden diesen Game-Over-Bildschirm eh nie sehen. Und jetzt sowas. Nee, das soll schon spannend bleiben. Und das erhöht auch den Druck, ja. Man spielt ja dann wirklich bewusst besser. Nur, das Ironische ist immer, dass es wirklich immer kurz passiert, bevor man verkackt hat, ja. Aber so ist es in allen Lebenssituationen so. Man schiebt die ganze Zeit einen ruhigen Ball, ja. Und wenn es dann darauf ankommt, dann ist man auf einmal vorsichtig, wenn schon fast alles zu spät ist. Dann hat man plötzlich Gewissensbisse und so. Was mache ich hier jetzt? Moment, wieso ist der Ball überhaupt groß geworden? Also klar, wegen dem Gegenstand, aber was genau soll ich jetzt damit tun? Ach, das fällt ja an sich zusammen. Moment, kam ich da unten her? Nee, oder? Da unten kam ich doch aber her, oder? Check ich gerade wieder irgendwas nicht? Ich weiß doch gar nicht mehr, was der große Ball kann, ja. Aber ich schätze mal, dass ich dieses Gitter hier penetrieren soll. Ansonsten gehe ich halt unten links lang. Oh, Moment. Ich weiß nicht, ob werfen... Nee, werfen ist keine gute Idee. Zum Werfen loslassen, abbrechen, ja. Brech mal ab. Brech mal ein bisschen. Oh, das war knapp. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert. Ja, genau, da funktioniert es halt nicht. Ja, komm bitte, sterb schneller. Was? Lebenserhaltende Maschinen? Nein. Das muss schon schneller gehen. Ja. Wie habe ich es denn eben geschafft? Ich glaube, ich bin einfach rübergerollt, ja. Warum mache ich mir eigentlich immer das Leben so schwer? Gute Frage. Ach! Andersrum geht's gar nicht. Ach so. Oh mein Gott. Wie ich es einfach nur provoziere. Wie ich dem Tod einfach nur den bösen Finger zeige und der Tod denkt sich so, warte mal, ich bin gleich da. Okay. What? Ich wollte gerade sagen, wieso hat das nicht funktioniert? So kann ich jetzt einfach mal... Wieso habe ich es denn vorhin beim ersten Mal geschafft? In welchem Universum macht es Sinn? Oh mein Gott. Ah, regt mich das auf. Zumal, es ist ja auch noch nicht mal versichert, dass ich das Richtige tue. Okay, pass auf. So, scheiß drauf. Oh, das hat nicht gereicht. So. Ich bin auch nicht wirklich der Beste im Dribbeln, also war ich auch in der Schule nie. Ich hab den jetzt verkleinert, ist das dein Ernst? Okay. Das heißt, ich hätte mit der Bowlingkugel das Ganze machen müssen? Oh mein Gott. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Versuchen, das jetzt in Bowlingkugel... im Bowlingkugel-Style zu machen. Ich halte sie fest wie im Bowlingkugel-Style. Das kann doch keiner... Ach nee, Moment, das passiert automatisch so. Oh, Moment. Das macht doch auch keinen Sinn, rüberhüpfen. Den Ball rüberwerfen. Oh mein Gott! Ist das euer Ernst? Und das hätte jetzt nicht funktioniert, wenn der nicht groß gewesen wäre, oder was? Oh mein Gott. Na gut.
Ja, da bin ich die Situation wieder falsch angegangen. Tut mir leid. Sachen kaputt zu machen erscheinen mir halt immer sinnvoller, als sie zu umgehen. Weil beim Umgehen da, das ist ja, weißt du, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du die Alternative... Ich bin so scheiße. Wenn du die Alternative hast zwischen einem Tor, welches du kaputt machen sollst, und einem und demselben, über welches du klettern musst, dann machst du es natürlich kaputt, weil klettern ist ja anstrengender. Da bin ich jetzt laut dem Schrei mehrmals verreckt. Gott verdammt, muss ich das jetzt nochmal machen? Zuzüglich zu dem habe ich jetzt natürlich wieder leichte, oh mein Gott, hustiäre Probleme. Kennt ihr das, wenn ihr euch verschluckt und dann stundenlang husten müsst? So geht's mir gerade. Oh mein Gott. Und das kurz vor der Aufnahme, ja. Ich wollte auch noch so erzählen, wie ich dieses Spiel einfach wirklich sehr zwiespältig finde von seiner Atmosphäre her. Also diese Optik, dieser Handschuh ist putzig und so. Auch diese Musik strahlt einerseits eine richtig krasse Ruhe aus, aber andererseits macht die mich auch irgendwie depressiv. Und ja, das habe ich mir so gedacht, während ich halt ja, die Aufnahme vorbereitet habe, mir 3-4 Mal dieses Hauptmenü angeschaut habe und die Demo und so. Und dann währenddessen habe ich einen Schluck getrunken und dann, naja, verschluckt, und man kennt das ja. Okay, das hat nicht funktioniert. Die Frage ist jetzt, kommt er zurück? Ja, er kommt zurück. Und guck mal, es kostet mich ja noch nicht mein Leben. War das nicht, ist es nicht öfter mal so, dass ich dann irgendwie mitverrecke oder so? Okay, warte mal, was passiert denn jetzt, wenn ich mich hier hinstelle? Warum mache ich das überhaupt nicht so? Hallo, wo ist mein Ball? Hallo? Da ist mein Ball. Oh nein, what the... Okay. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich das Spiel vollkommen kaputt. Ach nee, doch nicht. Oh nein. Danke. Ach nee, der Ball hat auch 3 Leben. Jetzt habe ich das Spiel, glaube ich, vollkommen kaputt gemacht. Habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott. Das ist alles so unnötig. Ja, weil ich wieder mit dem Kopf durch die Wand gehen will, Mann. Okay. Also, nochmal für ganz Behinderte und Rüge. Was heißt für Behinderte? Für ganz schlaue Menschen. Wir warten. Rollen darüber. Okay. Wir warten hier. Und rollen darüber. Dann gehen wir dieser Szenerie aus dem Weg. Und warten kurz. Richten unsere Krawatte, schauen zu, wie uns die Bombe verfolgt, aber nicht explodiert, und gehen dann hier einfach rüber. Kann nicht so schwer sein. Meine Fresse. Ich meine, es ist auch wirklich nicht schwer. Ich will es mir wirklich nur richtig, richtig einfach machen, aber dadurch mache ich es mir richtig, richtig schwer. Oh, guck mal, ist da schon das Exit? Das wäre toll. Man stellt sich vor, wie schnell wir mit dem Spiel durch wären, wenn ich einerseits nicht inkompetent wäre und andererseits nicht faul wäre. Hätte das Spiel wahrscheinlich 10 Folgen weniger oder so. Werfen. Und rüber. Sehr, sehr gut. Oh nein, das war wieder Bullshit da. Das ist schon das dritte Mal, dass das passiert ist. Kontrollpunkte werden mir nicht angezeigt. Oh, Sekunde. Oh mein Gott. Dieser Husten. Das war wieder ein Troller. War ja klar. Wäre sonst zu einfach. Okay, dann sammeln wir mal wieder hier so ein bisschen ein. Wenigstens die eine Seite. Hätte mir auch klar sein müssen, weil ich noch so viele Fähnchen habe. Dann wiederum, ich sammle ja kaum welche ein. Wir können ja auch schon locker bei 80 hier sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, das ist gerade wirklich so extrem.
Vielleicht ist das auch eine Krankheit, von der ich nichts weiß, die sich jetzt einschleicht. Okay, das sieht böse aus. Hört es irgendwann auf? Ja, nicht direkt. Das sind auf jeden Fall 4 Blitze. Der oben rechts fehlt jetzt. Hört es jetzt gar nicht mehr auf? So, jetzt. Okay. Stelle ich mich hier hin? Ach so. Es schadet mir dann bitte nicht. Ich dachte, dieses Blitz wäre so schlau und so realistisch, dass es mich treffen würde. Ja, dann ist es ja nicht so schlimm. Einfach. Hier warten wir dann wieder. Auf schätzungsweise Sonne und schönes Wetter. Wobei ja nicht Donner ist cooler als... ja, Sonne und schönes Wetter. Das war eigentlich richtig, weil die Sonne ist kein schönes Wetter. Also die Sonne ist ja überhaupt kein Wetter, sondern das ist ja dieses Ding, was da oben manchmal leuchtet. Manchmal, nur manchmal, wenn es Lust hat. Traurigerweise hat es halt immer Lust. Wobei es ja in 365.000 Jahren wohl aufhören soll. Da hat es dann keinen Bock mehr. Das haben sich die Wissenschaftler schon, die Wetterurologen haben sich das schon ausgerechnet. Die Sonne hat in 1 Million Jahren keinen Bock mehr. Da sind wir alle fest davon überzeugt und ist auch erwiesen. Okay, so, wir haben jetzt das Level abgeschlossen. 13 Minuten, gar nicht mal so schlimm, glaube ich. Wobei, es hätten auch locker 10 sein können, wenn wir mal ehrlich sind. Aber naja, das gehört ja da... No, Moment, nicht Hell Knight überspeichern. Nee. Ja, nicht, dass Camilla mich dann nochmal umbringt. Das wollen wir ja nicht. Okay, Moment, das war jetzt das zweite Level, oder? Ja. Nee, Moment, das war schon das dritte Level? Oh mein Gott. Ja klar war das das dritte Level. Natürlich ist es Frankenstein. Das muss ja Klischee sein. Da ist er wieder, der Pimp. Okay, er hat ihn gerade lebendig gemacht. Haben wir es beide? Ich müsste mal ganz dringend husten. Oh Gott. Okay. Gott verdammt, ich komme mir gerade so derbe verarscht vor. Okay, mal sehen. Darf ich bitte mit dem Fragezeichen kommunizieren? Ist es möglich? Nein, nicht auf den Ball zeigen. Mit dem Fragezeichen reden. Ja. Der Ball muss zum Ausgang gegenüber dem Festungsturm gebracht werden. Zunächst den Ball irgendwo sicher ablegen, dann die Höhen der Metallplattenform durch Faustschläge wechseln. Okay. Gut, in Sicherheit ist er mehr oder weniger, wenn man das sicher nennen kann. Wenn hier überhaupt irgendwas sicher ist. Okay. Hat er jetzt von mir einen Stromschlag gekriegt? Okay, das Handy, was genau passiert hier? Naja gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Hell... Nein, Glover, nicht Hell Knight. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, ob wir Frankenstein irgendwie besiegen können, werden uns dann das jeweilige Bonuslevel anschauen und dann vielleicht noch einen kurzen Augenblick, einen kurzen Moment in die nächste Welt reinschnuppern, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.